Mein Sohn geht zur Schule. Nehmen wir an, er schlägt ein Schulbuch auf. Ein Schulbuch für Geschichte. Und dort schreibt man etwas über unsere Geschichte. Unsere Beteiligung am Zweiten Weltkrieg passt auf eine Seite. Auf eine Seite. Das Ganze. Alles. Was finden wir dort auf dieser Seite? Dort gibt es nur so viel Text. Ein Foto hatten sie nicht, sie haben es gezeichnet. Neben dem Globus steht Stalin und zeigt dort etwas auf dem Globus. Und im Text steht, die Russen, sie sind dumm, sie sind Idioten. Stalin befehligte den Krieg bei ihnen mit Hilfe des Globus. Ich frage, wer, was für ein Idiot hat sich so etwas ausgedacht? Im Juli 1943 hatte Genosse Stalin in seinem Hirn 17.300 Namen. Zu diesem Zeitpunkt. Und zu anderen Zeitpunkten waren es andere Leute. Die Menschen wechselten. Und er hat in 30 Jahren keinen einzigen Fehler begangen, wenn er einen Amtsträger bei seinem Namen nannte. Er war ein Genie, ein böses Genie. Warum aber stellt man uns hier in England in den Schulbüchern als dumm dar? Und diese ganze Idee von der angeblich fehlenden Bereitschaft zum Krieg, das haben Kommunisten mit Hass auf Russland geschrieben, dass wir dumm waren, dass wir zum Krieg nicht vorbereitet waren. Ich aber sage, dass wir bereit waren, dass wir kluge Leute sind. Nur klappte es nicht ganz. Das sind Kommunisten. Gorbatschow veröffentlicht jetzt eine Zeitschrift, sie heißt Freie Gedanken, der Tarnname eines Kommunisten. Er schreibt dort auch, wir waren so dumm. Nein, verstehen Sie doch. Ich stelle die Frage, wer ist daran interessiert, sich dumm anzustellen? Denn unsere Propaganda zeigte uns im Laufe von 50 Jahren, dass wir dumm waren. Wir waren angeblich zum Krieg nicht bereit, die Panzer waren schlecht, richtig? Schiffe waren schlecht, auch Generäle waren dumm und die Soldaten einfältig. Ich sage aber, nein, die Panzer waren gut und auch die Flugzeuge. Nur, wer ist daran interessiert, aus sich einen Dummen zu machen? Ein Verbrecher ist daran interessiert. Er sagt uns, seht ihr, mein Beil war ja gar nicht geschärft. Verstehen Sie? Ich versuche, den Dreck wegzuschaben und zeige, klug waren unsere Generäle. Der Oberbefehlshaber ein Genie. Nein, nicht umsonst nannte man Stalin den Lenin von heute. Er verstand besser als andere den Hauptgedanken Lenins. Sozialismus und Kapitalismus können nicht nebeneinander leben. Entweder das eine oder das andere. Solange noch ein einziges kapitalistisches Land existiert, haben die Menschen die Möglichkeit zu vergleichen und etwas, wohin sie fliehen können. Nur wenn es nichts mehr gibt, womit man vergleichen und wohin man fliehen kann, wird der Kommunismus endgültig siegen. Oder er erleidet eine Niederlage. So geschah es auch letztendlich. Doch bleiben wir Stalin gegenüber gerecht. Er hat alles getan, damit der Sozialismus siegt. Vorläufig nur in einem Land. Es lebe die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Ein Bollwerk der proletarischen Weltrevolution. Es lebe unser großer, mächtiger, teurer Genosse Stalin. Hurra! Im Jahre 1920 gelang es nicht, den Weltbrand zu entfachen. Im Jahre 1923 passieren jedoch merkwürdige Ereignisse, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Doch wir erinnern daran. 7. November, der Jahrestag der sozialistischen Revolution, die man damals Umsturz nannte. Am nächsten Tag jedoch erklärte in München ein gewisser Adolf Hitler, dass auch in Deutschland die Revolution beginnen sollte. Und auch eine sozialistische. Ein Zufall? Doch in Moskau besteht bereits seit langem ein Stab für die Vorbereitung der deutschen sozialistischen Revolution. Auch das Datum wurde genannt, der 9. November 1923. In Moskau bereitet man sich gründlich vor. Turaschewski an den sowjetischen Militärattaché in Berlin. Streng geheim. Die roten Streitkräfte im Dreieck Kiel, Breslau, Stolp müssen sich mit den vorrückenden Truppen der Roten Armee in Polen vereinigen. Der Militärattaché antwortet, die Aufgabe wird erfüllt. Die Gründung der Vereinigung der Roten Frontsoldaten ist im Gange. Doch Hitler sprang plötzlich wie ein Flaschengeist einen Tag früher heraus. Zu früh. Die nationalsozialistische Revolution in Deutschland erstickte. Hitler sitzt im Gefängnis und schreibt das Buch Mein Kampf.
doch über seinen Kampf im November 23 nur sehr kurz und ganz am Ende. Ich will an dieser Stelle nicht eine Schilderung jener Ereignisse folgen lassen, die zum 8. November 1923 führten. So, über das wichtigste Ereignis seines Lebens schweigt er unerklärlicherweise. Dafür aber ist Hitler im Übrigen sehr offen. Im Buch Mein Kampf schreibt er: Wir setzten dort an, wo man vor 6 Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Und weiter: Wir können in erster Linie nur an Russland denken. Ja. Lange vor der Machtergreifung legte Hitler seine Ziele sehr deutlich fest. Wenn es aber so war, wäre es doch angebracht gewesen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um seine Machtergreifung zu vereiteln. Umso mehr, da die Brüder im Klassenkampf von der Kommunistischen Partei zu dieser Zeit in Deutschland die stärksten in Europa waren. Warum ist es dann doch passiert? Hitler von einer Seite, die Kommunisten von der anderen. Und in der Mitte stand die Sozialdemokratie, stabil und stark, in Deutschland. Und Stalin sagt, dass man Hitler gegen die Sozialdemokraten unterstützen muss. Und sagt den Kommunisten, unterstützt ihn. Er, Hitler, wird euch alle abschlachten. Doch er soll an die Macht kommen. Und Stalin sagt, ja, ja. Ich führe diese Zitate von Stalin, die wir alle gelernt haben, in meinem Buch an, dass der Faschismus wundervoll sei. Im Jahre 1927 sagte Stalin, der Faschismus, das ist gut. Warum ist der Faschismus gut? Warum? Er erklärt, warum der Faschismus gut war. Die Faschisten sollten in Deutschland zur Macht kommen. Sie sollten die Sozialdemokratie vernichten. Davor hatte er Angst, vor der Sozialdemokratie. Stalin wollte eine Krise, damit der Faschist Hitler an die Macht kommt. Und der Faschist Hitler wird unter der Losung des Kampfes gegen das Versailler System kommen und der Krieg wird unvermeidlich sein. Stalin und das Komintern unter der Führung von Stalin machten Hitler den Weg zur Macht frei und halfen ihm so ernsthaft, dass sogar die geheimen Offiziersschulen, die geheimen deutschen Offiziersschulen, die sich in Lipezk, in Wolsk und bei Moskau befanden, dass sie noch bis zum Herbst 33 existierten. Unter dem Stempel streng geheim wurden alle Dokumente in Bezug auf diese Schulen geführt. Deutschland bekam von uns das, was ihm gemäß dem Versailler Vertrag verboten war zu haben. Daher auch streng geheim. Die Reichswehr durfte daheim keine Panzerführer ausbilden. In der Schule in Kasan gab es wunderbare Bedingungen für die Ausbildung der zukünftigen Helden der Panzerschlachten. Und die Jungen schauten mit Begeisterung zu, wie die schweren Fahrzeuge die Wasserhindernisse überwanden. Am 22. Juni 1941 überquerten die Panzer des Generals Guderian am Flussboden den Bug und rückten vor die Festung Brest. Den Deutschen war verboten, Flugzeuge zu haben, nichts, worauf sie ihre zukünftigen Asse ausbilden konnten. In Lipez gab es ausgezeichnete Flugschulen. Die Deutschen fliegen, lernen, machen Luftaufnahmen der zukünftigen Schlachtfelder. Aber alles geheim, streng geheim. Dermaßen geheim, dass, wenn ein Kursteilnehmer tödlich verunglückte, sein Leichnam in einer speziellen Kiste mit der Aufschrift »Technische Fracht« in die Heimat überführt wurde. Im Flugzeugbetrieb im berühmten Fili erprobt der Konstrukteur Junkers das Flugzeug Ju-87. Wir wissen, was die Junkers-Flugzeuge in unserem Land anrichteten. Und ganz geheim wurde den Deutschen ein Versuchsgelände für die Durchführung von gemeinsamen Versuchen mit chemischen Waffen zur Verfügung gestellt. Auch einen guten Platz hatte man gewählt, am Ufer der Wolga bei Saratow. Heute ist dort die Stadt Wolsk.
Und alles geheim, streng geheim. Welch eine enge geheime Freundschaft. Mein Vater hatte das schon gesagt, 1933. Wenn die Nazis kommen, kommt Krieg. Aber dann vergingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre, nichts war mit Krieg. Da konnte man sehen, wie die Alten immer quatschen. Ich war sehr skeptisch über die Skepsis meines Vaters. Und dann kam 1939, kam doch Krieg, und der Krieg war sehr erfolgreich. Ja, nach Deutschland, Polen, Frankreich, etc. Nun braucht man unsere Freundschaft mit Hitler nicht mehr zu verheimlichen. Wir verheimlichen sie ja auch nicht. Wir müssen wachsam sein bezüglich derjenigen, die in den schlechten Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland in ihrer Feindschaft für sich einen Gewinn sehen. Gegenüber denjenigen, die keinen Frieden und gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland wünschen. Diese Herren sind in der Tat unruhig geworden, sodass sie buchstäblich aus der Haut springen. Von der Freundschaft mit Hitler spricht kein einfacher Kommunist, sondern der zweite Mann in der Partei und im Staat, Wjatscheslaw Molotow. Lasst Hitler durch Europa marschieren, lasst ihn. Sollen doch Frankreich, Norwegen, Holland aufbrechen. Soll er doch nach Afrika gehen. Alles hat Hitler vernichtet. Soll er doch alle Regierungen, alle Parlamente, alle Armeen vernichten. Richtig, ja? Alles hat Hitler für sie vernichtet. Nicht Stalin, nicht Stalin. Und Hitler war schon bereit, nach England zu gehen. In Europa gibt es keine Parlamente mehr, keine Regierungen, keine Gewerkschaften, keine Armeen. Millionen von Menschen sitzen in den Konzentrationslagern und warten auf den Befreier. Und der Befreier schärft seine Axt.